liebe Leute, herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Let's Play Bus Simulator 21. Ja, wie ihr seht, es regnet, es ist kein Schnee, es ist keine Festbereitung. Ich finde es ein bisschen traurig, man hätte es mit einbauen können, aber wie dem auch sei, ich wünsche euch natürlich frohe Weihnachten. Ja, heute geht es weiter mit der Mission, mit dem Missionsteil. Verbessere die Stufe von Kirststadt. Aufhören mit der letzten Folge haben wir sonst, aber erstmal die ganzen Routen gebaut. Für Sonnenschein, Kerstadt und die für das mittlere Ding. Ergo machen wir heute den vorletzten Teil. Voraussichtlich, wie gesagt, verbessert die Route von Kerstadt auf 5. Wenn wir das heute in einer Folge schaffen, wäre das total toll. Da können wir nämlich in der nächsten Folge den 35-Minuten-Ding angehen. Und dann haben wir es quasi auch geschafft. Gut, triggern wir mal kurz den Bus. Weil überfahrt besteht, das kostet euch 20.000, wa? Haben wir nicht jetzt eine Folge erlebt. Kerstadt 5, da sind wir doch. Leute! Was haben wir denn für Bus überhaupt? Ach, den, Hi Chef, möchtest du übernehmen? Ja, das wäre total toll, wenn ich das darf. Bitte. So, weiter geht's. Heute mit der Mission. So, heute geht's auf jeden Fall, wie gesagt, ein bisschen um Aufwerten des Stadtteils Kerststadt. Gucken, was wir hinkriegen. Wir fahren wieder im Ping-Pong-Modus, wie wir es schon mal hatten. Wie ihr es kennt mittlerweile von mir, weil damit verdienen wir die meiste Kohle, wenn wir dann quasi in einem Rutsch die Route zweimal fahren. Heute mal mit dem Iveco Urban Way unterwegs, von dem wir ja einige auf Exemplare in der Garage stehen haben. Weil wir ja der letzten großen Mission, genau, die Aufgabe, tolle Aufgabe hatten, 15 CNG-Busse zu besitzen. Das hat eine Weile gedauert, bis wir die hatten, weil wir ja am Anfang nicht allzu viel verdient haben. Wir haben am Anfang so 12.000 oder 18.000 pro Runde verdient. Mittlerweile sind wir bei 160.000, die wir jetzt pro Mission bedient oder pro Zahltag verdienen. Das ist ordentlich. Und damit sind wir fast bei 1 Million. Die werden wir auch wahrscheinlich heute knacken. So, wir müssen natürlich jetzt warten. Wir müssen jetzt natürlich die Haltestellen abfahren, weil es kann sein, dass wir zweimal fahren müssten. Das wäre dann halt so. Ihr seht auch das ganze Ding morgen noch einmal, aber mal schauen. Ah, ich hätte den Gelenkbus auf die Strecke setzen sollen. Das wäre einfacher gewesen. Das hat nämlich alle mal verraten aus der Community, dass wir sagen, ja, warum fahrst du nicht mit dem, fahr die Strecken, gerade wenn es um das Aufwerten geht von bestimmten Haltestellen, fahr mal mit dem Gelenkbus. Mehr Fahrgäste und ja. Aber gut. Ist jetzt kleiner Fehlplanung von mir, die hätte ich eigentlich machen müssen. Vielleicht schaffen wir es. Jetzt hätte ich mal müssen. Wisst ihr was? Wir machen es. Wir planen um. Ich fahre die Route noch einmal. So, weil ich umbauen muss. Warte mal, ich nehme hier den Iveco weg, der auf so das Fahrzeug immer raus. Irgendwie, wir haben Kerstadt auf 5, den nehmen wir hier drauf. So, ich nehme den Ceralis, den wir eben schon gefahren sind, und setze den auf diese Route. So, gut, dann Ergo, ich hüpfe mal kurz rüber wieder zur nächsten Haltestelle, zur ersten Haltestelle. Ich muss mal kurz. Genau. Zu Wachowski, das Tschüss. Ja, ich breche kurz die Route ab. Wie gesagt, deswegen habe ich es jetzt gerade gemacht. Das ist blöd, wenn gar kein Bus kommt. So, ich schiff mal kurz. So, Leute. Du lässt mich mit rein hier. Es ist doch einfach. Chef, möchtest du übernehmen? Ja, bitte, das ist mein Bus, mein neuer. So, fahren wir wieder mit dem Ceralis, den wir schon in der letzten Folge hatten. Wie gesagt, eigentlich irgendwie geplant. Den habe ich jetzt auf Sonnenschein rüber geschickt. Hochgeschickt. Deswegen fahren wir heute mit dem Gelenkbus. Weil, wie gesagt, das hat mir einer aus der Community geschrieben, solche Dinge mit dem Gelenkbus zu fahren. Du hast mehr Fahrgäste und ergo geht dieses Aufwerten etwas schneller. Und ich will sie gerne beim ersten Mal schaffen. So, der Bus ist mittlerweile weg.
Und deswegen halt das ganze Ding immer neu geplant. Geht nicht schneller. Genau, Getreidestraße. Geht das heute, wollen wir uns um Kerstadt kümmern. Wir wollen sie ja zwei Daten machen. Wenn wir schaffen. So. So, die nächste Halle. Jetzt geht's hier rechts. Fährst du mit deiner Möhre da vorne weg oder was? Chef. Ach, wenn das Navi gerade sagt, fahr links. Nein, wir fahren rechts. Ja, die Haltestelle ist auf der rechten Seite. Hey, du pennst jetzt hier die ganze Zeit? Während der Grüne einfach durchfeuert, ohne zu gucken? Ich hasse es, wenn die Leute dann nicht keinen Platz machen. Oh, fahr doch! Meine Fresse, ey! So schlimmer als die Klimakleber. So schlimmer als die Oma von damals. Die sich erstmal, ich muss raus, aber ich stelle mich dann eiskalt vor deinen Bus. Ja, schön. Danke. Sehr pünktlich, danke. So, die Hand ist auch weg. Ja, wie gesagt, nochmal. Ich mache das jetzt bewusst im Gelenkbus, weil es halt dann schneller geht. Wir haben schon den nächsten Zahltag gleich. Wie gesagt, danke für solche Tipps. Das ist, sowas vergesse ich dann manchmal. Mit der Kaufer gleich nochmal Gelenkbus als quasi Schlampe, als für solche Themen. Das war, dass das der Aufwärterbus sein wird. Aber gucken wir mal, was wir danach haben. Momentan sind wir soweit erstmal geplant, wenn wir was haben wollen. In der nächsten Folge werden wir einen anderen Bus haben, weil wir einen anderen Bus fahren. Ich wahrscheinlich nicht mit dem Ceralis fahren. Weil wir dann ja nicht das Aufwerten brauchen, sondern nur zum Fahren die Minuten hinkriegen müssen. Dann brauchen wir eigentlich auch nicht wieder gesenkte Sau zu fahren. Ich habe die Route so geplant, dass wir dann auf 37 Minuten, also wenn wir 2-3 Minuten Vorsprung haben, ist es toll. Dann brauche ich nicht 20 Minuten Vorsprung oder so, wie wir es schon mal hatten. Dann werde ich die halt relativ normal fahren. So, das ist die Hügelstraße. Tschüss. Ach, die ist auch schon fertig, okay. Ja, es ist halt wie so ein paar Haltestelle, sind sie schon fast alle fertig wieder, ne? So, bei der nächsten Haltestelle müssen wir ein bisschen aufpassen. Da befindet sich eine Alpha Wall. Ich werde die Fahrt gleich nochmal anfahren. Es gab zwischendurch ein Update, das ist 2,23. Ich hoffe, dass sie es gefixt haben. Aber wir schauen mal. Wir schauen dann mal. So, fahren wir kurz mal eben die. Ja, das heißt im Planetarium. Mein Fahrgast muss aussteigen. Warum? Ja, ist gerade eine Haltestelle los, nicht? Pass auf, ich stecke keine Eier aus. Ich finde den Bus eigentlich total. Ich finde den total schön, muss ich sagen. Mir gefällt der sehr. Hat so ein bisschen was Futuristisches auf jeden Fall. Ist ein sehr, sehr schöner Bus und ich würde ihn auch gerne mal in Real Life fahren. Ja, tatsächlich, ich besitze einen Führerschein der Klasse D, also einen Busführerschein. Ich bin Busfahrer vom Beruf. Wer mich noch nicht kennt. Und wenn er mich noch nicht kennt, dann finde ich das schön, dass ihr euch auf meinen Kanal verhört habt ihr. Dankeschön. Freut mich sehr. Könnt ihr ja direkt ein Abo da lassen. Nein, nein. Also wenn es euch gefällt, natürlich würde mich drüber freuen. Ich ist natürlich absolut kein Muss. Wenn ich scheiße laber, wenn ich euch nicht, wenn es euch nicht gefällt, dann braucht ihr mich nicht abonnieren, wenn ihr die Folgen nicht guckt. Aber wenn ihr natürlich die Folgen guckt, auch ohne zu abonnieren, ist auch total toll. Also jeder Aufruf zählt. Dankeschön! Hallo mit deinem grünen.
schon wieder so Schlafmütze. Und jetzt fahre ich rüber, wenn da die Fußgänger kommen. Ernsthaft? Ach. Ey, du stehst die ganze Zeit, da ist alles frei und du fährst nicht. Genau bis vor die Fußgänger kommen, dann fährst du rüber. Dass ich noch warten muss, wenn die scheiß Fußgänger, weißt du? Ach Mann, was ist denn heute los mit den Leuten? Wie solche Leuten wie euch. So, jetzt habe ich wie gesagt, dass es gefixt habe. Ich glaube, die Alpha Wall ist kurz vor der Haltestelle gewesen. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, wir werden es gleich sehen. Oder war die kurz nach der Haltestelle? Ich glaube, so kurz nach der Haltestelle war die, ne? Wir werden es gleich sehen. Entweder sie haben es gefixt oder sie haben es noch nicht gefixt. Da ist ein Planetarium. Oder die werden wir dann gleich auch noch mitnehmen. Schlechter hätten sie gar nicht fahren können. Ach, halt die Backe, mach es selber. Habe ich denn da scheiße geparkt? Blöde Frage. Ich habe doch total toll geparkt. Ich weiß nicht, was die hat, die Olle. Das ist schon so eine notorische Nörglerin, weißt du? Ich becker jeden und alles an. Ich bin so geboren. Du hast scheiße geparkt. Ja, es gibt halt Leute, die meckern grundsätzlich. Und die stehen morgens auf im Spiegel. Der Spiegel sieht aber scheiße aus. Der Kaffee ist zu heiß. Die Sonne ist zu hell. Was ist? Es gibt halt Leute, die meckern grundsätzlich nur. Ich weiß es nicht. So, jetzt gucken wir mal, die Thermometer Alpha Wall ist. Ja, ich meckere auch relativ viel. Ich meckere öfters mal. Ist halt einfach so. Haben sie es tatsächlich gefixt, Thema Alpha Wall? Oder haben sie es noch nicht gefixt? Ich glaube, sie haben es, oder? Das habt ihr die Alpha Wall rausgenommen. Das wäre geil natürlich, wenn sie es machen würden. Also da ein bisschen auf die Community gehört haben. Ja, tatsächlich. Sie haben die Alpha Wall rausgenommen. Es war hier tatsächlich, als ich das letzte Mal war, eine Wand drin. Guckt euch mal die Folge an, wo ich da schon mal durchgefahren bin, tatsächlich. Das ist gut, das freut mich. Dass du da ein bisschen auf die Leute hören. Dankeschön, liebe Entwickler, liebes Entwicklerteam. Ich will meinen Mann dazu überreden, hinter der Leidenschaft mit mir zu schauen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht hier irgendwas reinhämmer, weil ich den rechten Spiegel nicht so einsehen kann, wie ich das gerne hätte. So, nächste Haltestelle. Einfache Fahrt, bitte. Ja. Seniorenticket, einfache Fahrkarte, ausdrucken. Warte, Moment, bin sofort da. So. Alle Leute abgearbeitet. Dann geht es jetzt quasi weiter zur Arkosstraße. Wir sind schon fast wieder. Was heißt, wir sind komplett durch? Wir haben noch ein bisschen zu fahren. Wir haben nicht allzu viel gemacht. Aber wir sind bald durch. Ich denke, wir kriegen sogar hin in einem Rutsch. Arkosstraße. Nee, Technische TU. Die Technische Uni. Fahr weiter da vorne. Es ist alles frei. Du bleibst jetzt wahrscheinlich stehen. Du hast Vorrang. Du kannst fahren. Du musst nur eigentlich auf die Leute achten, die dir entgegenkommen. Auf den grünen und auf den hellgrünen dort hier vorne.
Du kannst eigentlich fahren. Thema. Gut, ich mache jetzt auch Scheiße. Ich hätte eigentlich auch raten können. Ich hätte den Transporter durchlassen können. Aber gut. Theoretisch habe ich Vorrang. In der Praxis mache ich es jetzt nicht falsch. In der Theorie, was die Moral betrifft, mache ich es falsch. Ich hätte natürlich auch, wie gesagt, sagen können, nö, ich lasse jetzt der Transporter durch. Aber ich, egal, ich lasse mich auch nicht durch. So, nächste Haltestelle ist die Nummer 8. Das ist dann die Haltestelle TU, die hier vorne links ist. Die Haltestelle ist direkt hintereinander, ne? Die zwei. Die Kirche und die... Gut, ja, Gott sei Dank haben wir die Kirche schon Ost und West betreten. Die haben wir ja schon zu Genüge durchgekaut. Mit Thema Sonnenstein. Einfach als Verbindungspunkt. Achso, die Rollstuhlfahrer muss raus, ne? So. Aber ich feiere es gerade so ein bisschen, dass sie die Dings rausgenommen haben. Die einfach wollen, dass sie tatsächlich ein bisschen drauf geachtet haben. Mit dem letzten Update. Es gab ja vor einigen Wochen das Update 2.23. Dass einige Bugfixes mit drin hatte. Und ich brauche eine Fahrkarte. Unter anderem halt, wie gesagt, diese iPhone wohl rausgenommen. So. Nächste Haltestelle ist hier vorne, die Haltestelle war 9. Ach. Was soll ich jetzt? Was hier? Ach, die scheiß Rampe. Das mal jetzt kurz eben durch. Jetzt hier vorne die Haltestelle ran. Die Hände raus im Krieg weiter. Aber oh, egal. So, ich werde mal kurz in die Fahrgast hier schnell noch. Für den Fall, dass er raus will. Sofort da, dicker Busfahrer, muss man kurz durch den Bus rennen. Das ist der Fahrgast hier. Du bist das. Hinten in der letzten Reihe sitzt du, weißt du? Oder fast in der letzten Reihe. Noch nicht aufgefallen. Ja, wahrscheinlich auf dem Rückweg. So ein schöner Tag. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Du hättest gerne ein paar Fahrkarten. Drei Tageskarten. Und eine Wochenkarte. Ach, das ist 10 Cent, ich weiß. Das ist ein bisschen viel Geld rausgekommen. Egal, alles gut. Was geil fände, wenn die zum Beispiel sagen könnten, die Fahrgäste so, ja, stimmt so, also zumindest auf Trinkgeld mal geben können. Dass sich immer der Busfahrer das Trinkgeld gibt, wäre unfreiwillig. Aber. Dann mag ich die. Tut sich das aufhören? Tut sich die Nachwirkung noch rückwirkend aufhören? Die Kirche machen wir auf der Rücktour. Also, wir fahren das ganze Ding ja im Ping-Pong-Modus. Deswegen. Deswegen ist es okay. So, gut. Ah, ja. Oh, Limiter. Gut. Jetzt ist doch. Ich will mit dem Limiter fahren. Damit wir hier nicht geblitzt werden. Die Haltestelle kann ausgebaut werden. Nächste Haltestelle. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt schon auf der. Wir haben jetzt schon die Haltestelle auf 5. Ach so, ja, wir haben ja noch nicht die 35 Minuten. Ich wundere mich, warum wir trägt die Mission nicht. Aber nein, wir haben ja die 35 Minuten noch gar nicht gefahren. Die müssen wir ja noch machen. Die machen wir auch noch in der nächsten Folge. Wir müssen ja noch eine Route fahren, die müssen wir ja... Bitte passen Sie auf. Ja, was kann ich dafür, wenn der Idiot sich da reindrückt, ne? Ich hab Vorrang. So, nächste. Tut mir leid, aber sonst auch gerade. Naja, gut, ich hätte noch was. Ach, ich hätte jetzt zu langsam. Ist das links lang oder was? Ah ja, passt ja. 10, 11, genau. So.
Eine halbe Stunde dürfte so Arbeitszimmer sein, ne? Für zwei, drei ist doch irgendwie. Früh auf Akademie. So. Die Frühauf-Akademie. Akademie. Obwohl heute nicht Samstag, nicht Mittwoch ist, sondern Samstag. Der Wind hat mir die Frisur komplett ruiniert. In der nächsten Folge machen wir es dazu. Dann haben wir zumindest die zwei Nervaufgaben weg, was das Thema betrifft mit dem Aufwerten. Wo habe ich den Fahrgast gespielt genommen? Scheiß drauf. Weg da, lass mich weg, ich will da abbiegen. So, die denken natürlich schon, ist das Wissenschaftsministerium. Ja, fahr, alles gut, fahr raus, du stehst hier schon ziemlich blöde da. Dankeschön. So, Fahrgast muss aussteigen, lass mich, ich muss jetzt mal kurz gerade stellen, dass ich hier nicht mit dem Arsch auf der Kreuzung stehe, weil das wäre ein bisschen blöde. Ach, Fahrgast muss aussteigen. Natürlich. Nicht Fahrgast ist eingeschlafen, Fahrgast ist ausgespült, aussteigen. Ganz hinten steigt noch einer aus. So. Gut. Was haben wir denn? Ah gut, Hackerstraße ist schon die vollste Haltestelle, glaube ich. Da haben wir, glaube ich, noch eine. So, dann bitte wieder reinsetzen. Jetzt hier links abbiegen. Ja, ich habe den scheiß Kampfstein ein bisschen heute den Steinbruch nochmal abbiegen. Ja, mein Gott. Ist passiert. Und ja, ich habe ein bisschen die Nase zu. So. Wieder einer vorne jetzt oder was? Wo steht denn ihr da jetzt vorne? Steht denn euch da jetzt gerade? Ja, das kann ich nicht machen, weil da immer wieder einer kommt. Wenn es schneller ginge, würde ich nur Bus fahren. So, nächster Tag. Das Wissenschaftsministerium, das haben wir ja schon. Die haben wir schon fast auf 6. Wir haben schon am Tag Dings, ne? Was haben wir denn überhaupt jetzt mittlerweile? 1,1 Millionen. Wir haben 700.000 alleine heute. Weil sich die letzten zwei Folgen verdient. Das heißt, wir können bald wieder Busse shoppen gehen. Kriegen wir schon wieder so eine tolle Mission, kaufe der Zicht. Tausche alle deine Busse gegen Dings aus. Gegen Elektrobusse aus. Und nein, ich bin nicht der Trophäenjäger. Es gibt tatsächlich, wo ihr Achievements holen könnt, bestimmte Ereignisse, die ihr sammeln könnt. Ihr müsst bestimmte Aufgaben lösen, wie zum Beispiel einen E-Bus einmal aufladen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen Dings hat, ne? Eine Anzeige für den Fall, dass wir, dass er leer laufen könnte. Ich glaube nicht. Ich glaube, das Gleiche, wie wenn du, du kannst, glaube ich, keine Busse leer fahren. Also du kannst nicht tanken fahren oder so. Das fände ich doch geil, wenn du solche sowas hattest. Zum Beispiel, dass du sagen wir, okay, jetzt ist gerade die Batterie leer, geh mal aufladen und geh mal tanken oder was auch immer. Zumindest bei uns zwischen Real Life ist, aber zumindest was das Thema mit dem Tanken betrifft ist. Wir haben bei uns so Dienste drin, da sind ja Tanken drin und da muss man halt voll machen. Bei bestimmten Bussen. Nicht bei allen. Also musst du da nicht täglich tanken. Also bei meinem zum Beispiel ist das so, ich fahre einen Setra, einen 13 Meter Setra, nicht den Großen, der hier im Spiel ist oder etwas anderes Modell, den muss ich täglich tanken. Und ich bin heute tatsächlich eine dieser den Setra gefahren, den man auch hier im Spiel hat. Der muss nicht jeden Tag getankt werden. Der reicht, wenn man den alle zwei Tage tankt. So, nächste Haltestelle ist die TU. Ja, vielleicht noch mal ein Der Wind hat mir die Frisur komplett. Die Kirsche ist doch nicht so. Für die Kirsche ist 5 angefangen. Ja, gut. Es wird uns 4 angezeigt im Spiel. Eigentlich laut Mission ist erledigt. Aber egal, wir fahren sie trotzdem nicht. Moin, Zed! Normale Karte, die. Ach, so eine normale Fahrkarte, Wochenkarte. Da ist es richtig. So, 3 Stück brauchst du.
und zahlt 6 Euro. Danke. Weiter. Gut. Alle Türen zu, weiter geht's. Dann sind es wahrscheinlich 18 Haltestellen. Also 9 ein, 9 zurück. Würde mich nicht wundern. Arkosweg. Geh mal da weg mit deiner Scheißkarre. Das ist der Vorteil hier bei dieser, bei dem Teil, die Haltestellen liegen alle nah beieinander. Das ist nicht wie zum Beispiel in Sonnenstein, wo die dann quasi jetzt mal 5 Minuten fahren muss, bis du dann die nächste Haltestelle hast, sondern hier ist alles direkt in einem Rutsch. So, dann fahren wir hier ran. Dann sind wir gleich wieder an der Planetarium. Arkosweg ist schon. Ich brauche eine Fahrkarte. So, Student halt. Ich hab vergessen, die Blumen zu gießen. Oh, das ist scheiße. So, da braucht keiner dafür. Wir haben uns tatsächlich viele Routen eher im Ping-Pong-Modus. Also wenn wir durch Leipzig fahren, das ist Ping-Pong-Modus. Du fährst die einmal hin und drückst den Anschluss zurück. Oder du hast aber auch viele Haltestellen im Schleifenmodus, genau. Wobei Leipzig, naja, Leipzig ist glaube ich die einzige Strecke, wo wir im Ping-Pong-Modus fahren, alle anderen sind Schleifenmodus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee, Quatsch, halt, Moment, da ist noch eine Strecke dabei. Die, also eine Strecke, die noch stand. Ich glaube, zwei Strecken fahren wir insgesamt im Schleifen, im Ping-Pong-Modus. Hin und her. Ja, der Rest ist, glaube ich, alles Schleife. So, okay. Planetarium. Jetzt hoffe ich, dass das auf der anderen Seite auch rauszieht. Einfach, weil hier auf der Hinrunde ist es weg. Und ob es auf dem Rückweg auch weg ist. Ich glaube, da waren nämlich sonst keine mehr. Ich glaube, das ging da. Das war nur das Stück hin. Hier aber auf der Höhe war das. So. Schade, dass man nicht da rein kann. Ich würde mir das gerne mal angucken. Das ist bestimmt interessant. So. Keiner hat eine Fahrkarte. Ich mir fällt auf, dass wir tatsächlich jetzt relativ wenig was für Fahrkarten mit Verkauf haben. So, gut, dann aber. Wir haben noch mehr. Getreidestraße auch noch. Ja gut, dann sind tatsächlich, ja, also, dann sind 3 Haltestellen noch. Also wir kriegen es hin heute. Wir fahren jetzt einmal komplett zu Ende. Dann haben wir es einmal durch. Und gut ist. Dann haben wir sie vollständig. Warum ich sonst schon nicht zu Ende gefahren bin, ganz einfach, weil ich die erste Haltestelle noch einmal anfangen muss, um die aufzuwerten, die auch auf 5 zu kriegen. Deswegen, hier klappt das wahrscheinlich an einem Rutsch. Wir sind nämlich 19 Haltestellen. Also es sind ja auch eine Plus. Warum auch immer der das so rechnet. Aber ich glaube, nur um die, wenn wir letzten zur ersten fahren müssen. Aber ist egal. Alles ist gut, wir kriegen es hin. Das sind jetzt eben noch Haltestelle Nummer 17, ist die Hügelstraße. Wir sind eh zu früh. Wir sind auch so. Ne, wir sind im Fahrplan, ne? Sind wir im Fahrplan 17? Ja, doch. Egal. Jetzt haben wir außerplanmäßig wäre. Das ist eh wurscht. So. Egal. Ich stehe ein bisschen scheiße, aber egal. Ist ja wurscht. So, die zwei noch rein, Tür zu, weiter geht die Reise. Wir fahren jetzt Richtung Studierendenwohnheim. Wir werden wahrscheinlich jetzt, ja, ich wurde außerbetrieblich kommentiert, weil der Fahrplan zu früh war. Ich war bei 5,5 Minuten zu früh, was bei uns, was allgemein als Linienfahrplan absolutes No-Go ist. Du kannst nicht 5,5 Minuten zu früh von der Haltestelle wegfahren, das geht nicht. Mein Chef hat immer gesagt, zu spät ist kein Problem, zu früh
ist das Schlimmste, was du machen kannst. Zumindest in dem Zeitraum. Wenn es ein paar Sekunden sind, ist es was anderes, als wenn du. Wenn du. Ein paar Minuten zu. Ein paar Sekunden ist egal, ein paar Minuten wäre zu früh, wäre zu blöd. So, hier ist der Fahrgast. Gut, wir haben ja ein bisschen Zeit gerade. Wir sind ja eh viel zu viel drin, ne? Da geht auch was. Ich geh mal Fahrkarte kontrollieren, kurz. Oh, er ist eingepennt und dann lief. Du warst nicht eingeschlafen, du warst der Schläfer. Ich wollte gerade sagen, er ist eingeschlafen und dann noch ohne Fahrkarte unterwegs. Oh nein! Oh! Keine Fahrkarte, wa? Zwei waren's. Hier ist sie ja. So, fahren wir kurz richtig an die Haltestelle ran, damit wir die da bedienen können. Und dann haben wir noch eine und dann haben wir es geschafft. So, wir kriegen jetzt den Zahltag. Wir sind jetzt bei 1,5 Millionen. Ja, wir liegen aber steht halt im Sinn. Ja, okay, ist egal. 157.000, die haben wir jetzt auch schon wieder. Also wir wollen weiter über diese 157.000, die wir jede Runde verdienen. So, letzte Haltestelle. Dann haben wir es. Getreidestraße. Und dann ist Ende im Gelände. Ja, aber solche Scherze mit dem, wenn du mal nix, nicht so gut. Gott sei Dank. So, letzte Haltestelle ist die Getreidestraße. Die ist aber mehrmals drauf, ne? Eigentlich ist es über die Wachowski-Industrie die letzte Haltestelle. Ist hier noch 50 Wachowski? Getreidestraße. Wachowski Industrie. Nee, Wachowski ist es nicht. Getreidestraße. Getreidestraße ist, aber die Wachowski ist es nicht. Gut, dann fahren wir zur Wachowski-Straße. Die war vorher. Die Wachowski-Industrie. Ist ja nicht mal die Wachowski-Straße. So, fahren wir zur Wachowski-Straße. Ja. Alte Stelle kannst du sogar ausgemacht werden. Jetzt ist offiziell Cashout 5. Weil wir jetzt, wenn wir jetzt eine 6er, eine 4er haben. Wir fahren die mit fast 95%. Mittlerweile werden die NPCs gefahren. Wenn die fahren, das ist eigentlich ganz gut. So, ich fahr kurz rüber eben schnell. Und dann sind wir auch fertig für heute. Diese freie Spiel. Die verarschen jetzt gerade? Warum willst du mich jetzt gerade verarschen? Hab ich schon mal Cashout gefahren? Ich wollte gerade sagen, lass mich doch in Ruhe. Ich will die fahren, die alte Stelle. Also ich will die doch anfahren, ich will die Leute mitnehmen. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir hier eine Wendepunkt finden, aber den kriegen wir schon. Ja, krieg ich den da komplett hin? Ich muss jetzt hier eigentlich offiziell komplett rum. So, wenn natürlich keiner entgegenkommt, dann hör ich mal kurz über den Bürgersteig. Ich muss hier komplett außen rumfahren. Na gut, ich kann nicht auf die Parkplatz wenden, ne? Das ist unser. Ja, ist unser Dings, ne? Unser Hof. Ich hab da nicht mal voll zu stark abgebogen, wollte mich gerade verarschen. Na gut, es waren 40 Dollar. Gut, dann fahren wir kurz in die Haltestelle an, dann warten wir sie noch einmal auf. Und dann ist es ja schon wieder geschafft für heute. In der nächsten Folge werden wir dann tatsächlich die 35 Minuten angehen, die das große Ding da. So. Gut. Ich mache mal kurz hier Feierabend für heute. So, alle Vergesse drin. So, gut, die Rampe bereitlassen für die Fahrgäste. Das darf aber rein da. Genau. Und dann mache ich hier einen kleinen Break. So. Einmal kurz das. Tschüssi.
So, liebe Leute, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann, weil dann fehlt uns noch das hier. Wir müssen die kurz annehmen. Fahren wir rüber zur Müllerstraße. Mal wieder. Müllergasse. Schnellreise. Brauche ich den Bus nicht mitnehmen, das ist das Gute. Den haben wir ja schon. Nein, den brauche ich nicht. Da bist du bestimmt auf der anderen Seite. Nein. Nein. Müllergasse. Ich will die Haltestelle fahren, will die Busfahrt. Warum nicht? Ist das tatsächlich doch die Richtung? Du bist ja Richtung Windfield, ne? Kann ich dir nicht ankurzen? Twinker den Bus? Sind schon noch 5? Nein. Nein. Nein, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Das ist die nächste Ankunft. Sind schon 5? Nein. Wir sind die 2. Ich will 5. Nein, ich will jetzt eigentlich nur. Ich muss was anderes machen. Ich muss ja kurz zwingen hier die Mission. Unter 35 Minuten, das ist das Richtige. Warum fährst du nicht? Irgendwie 35 Minuten. Warum willst du nicht annehmen? Soll ich jetzt flachsen? Warum darf ich den Bus nicht nehmen? Ja, wir machen es in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder und dann geht es die Anni unter 35 Minuten.